Moin Moin Kradujan und herzlich willkommen zu den neuesten Community-Gefechten. Castilla, spanischer Kreuzer Stufe 10 versus Hindenburg, deutscher Kreuzer Stufe 10. Wir werden uns auf den Sack gehen, aber so richtig. Ganz normales Gefecht wird gespielt, die Regeln ganz normal. Sprich, wer hier die meisten Punkte, also wer 1000 Punkte erreicht, hat gewonnen. Wer die Minuspunkte kommt, hat verloren. Wer alle Kills macht, hat gewonnen. Und bei dem alle wegsterben, hat verloren. Ganz normales Zufallsgefecht so gesehen, aber mit einer besonderen Aufstellung. Los geht's. Und läuft eigentlich das Werftdingens ab. Guck doch mal nach, bei der Werft steht bestimmt dabei. Wir werden mit der Castilla sehr wahrscheinlich hier mit unserem F-Skill, sprich mit dem alten Feuermodus, eine Menge Spaß haben. Kommt aber auch darauf an, wie die Hindenburg-Spieler so unterwegs sind. Ob die jetzt auch nach vorne fahren, ob die auch Richtung Cap fahren. Cap, tarnungstechnisch müsste Castilla besser dran sein. Hindenburg hat, glaube ich, einen höheren. Daher mal schauen. Denkt dran, Leute, wenn ihr cappen wollt, dann nur mit dem Arsch ran, ja? Nicht vorwärts rein. Immer schön nur mit dem Arsch vorsichtig ranfahren. Bei der Hindenburg Breitseite zeigen, gerade bei mehreren Hindenburgs, wenn da AP geflogen kommt, seid ihr ganz schnell weg. Dann seid ihr ganz schnell weg. Und bitte nicht alle hier auf eine Seite fahren. Die hintersten, die Richtung A gerade fahren, mal ein bisschen absplitten hier. Nicht zu viele zu A. Wir nehmen eine APF auf eine Hindenburg. Jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Jetzt werden hier Skillungen bemängelt und sonst. Jetzt kommen die ganzen Überprofis raus hier. Arr. Hindenburg hat keine Chance, OP die sparen, ja. Coacher, es wird ein für alle Mal geklärt, ja? Heute wird entschieden. Wissenschaftlich belegt. Wissenschaftlich wird das hier belegt. Torbrechweite hatten wir, 8 Kilometer. Und jetzt muss ich mal ganz schnell hier rum, nicht, dass ich hier gleich Breitseite zeige zu allen. Das ist ja gerade nämlich gleich Geschichte. Schön vorsichtig, schön vorsichtig. Wer 5 Kills macht, darf in die TK klar. Nee, davon wüsste ich, davon wüsste ich. Stiftung Krado-Test. So nicht anders. Vorsichtig. Alle auf Krado. Schön vorsichtig jetzt ran. Wenn Professor ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt. Wenn er es im Übungsraum mit uns macht, hier bei den Community-Spielen, ist das wissenschaftlich belegt. Ja. Absolut. Ja, ich habe den Witz verstanden. Ich habe den Witz verstanden. Was der Tarnwert dahin? Oh, jetzt werden hier schon... Jetzt werden hier schon Sachen erfragt. Wir von gut moderiert, von Turniere. Danke, Dusa. Merci dafür. Heute wieder ein Gewinnspiel? Ja, ein Gewinnspiel gibt es auch heute noch. 12,6. Okay, wir haben einen deutlich besseren Tarnwert. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Hindenburg offen. Ich meine, was soll auch sonst hier offen sein? Sind wir mal ehrlich. Was soll hier auch sonst offen sein? Ach komm, scheiß auf den Cap. Schießen! Scheiß auf den Cap. Gewalttraut wild auf den Sack, hab ich gehört. Gewalttraut wild auf den Sack. Denkt dran, Leute, nicht breiter zeigen. Ich hab euch gewarnt. Wie stirbt er in den ersten paar Minuten? Nicht Breitseite. Die werden jetzt alle auf mich hier schwenken. Darauf warte ich gerade bloß. Hier ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Ja, da kommt eine Salve auf mich. Gleich Gas geben. 3-3. Hier Treffer leider nicht abgefackelt. Jetzt Gas, Gas, Gas. Und er trifft mich trotzdem volle Möhre. Und jetzt von da hinten nämlich auch. Ich tanke hier erstmal ein bisschen weg fürs Team. Das Tier habe ich derzeit eigentlich relativ gut eingespielt. Dementsprechend werde ich gleich vorher auf den Sack kriegen. Das kann ich euch sagen. Gleich war ein Flieger zum Glück auch dabei. Und schon sind wir unsichtbar. Oh, er kommt nochmal AP von Admiral Töpitz. 3-3. Immer noch nichts abgefackelt hier. Schweinerei. Und wir zünden mal die erste Heilung. Rand lassen wir einfach ticken. Passt schon. Blink, 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 blink. Hinden, Hinden, Hindenburg. Bam, bam. Keine Breitseite, die wir groß bestrafen könnten. Na, 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 steht er da noch? Nee, haben wir verfehlt, schade. Etja. What the fuck, war denn das für Gewackel? Mein ganzes Schiff hat eben total gewackelt, samt Visier. Was war denn da gerade nicht richtig? Schiff kaputt. Geht er noch rein? Der geht rein. Klatsch. 2-2. Castilla, erste Castilla ist down. Büsteil tot. In den ersten 5 Minuten tatsächlich die Castilla schon verloren. Endlich mal was abgefackelt, mein Gott. Kommen wir aber nicht mehr ran, das ist das Problem. Nicht pushen. Nein, 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 nein. Bloß nicht pushen hier. Bloß nicht pushen, Leute. Wir haben jetzt einen riesen Nachteil. Und wenn zum Cap, dann nur mit einem Arsch, Sherry. Habe ich extra gesagt. Wenn zum Cap, dann nur mit einem Arsch voraus.
Ihr kommt, ihr könnt nicht mehr wegdrehen sonst. Das wird nichts. Das wird sonst nichts. Die ziehen sich durch. Achtung, bei BC. Bei A hauen einige Hinburgfahrer hier ab. Wir haben einige tatsächlich Muffensausen und wollen weg. Wir sind zu stark, haben sie in den Chat geschrieben. Will nur verteidigen. Okay. Wir sind ihnen zu stark. Eindeutig. Ditch 2-2. Oh, wenn es kleine Salven sind. Wir drücken und drücken und drücken. Dün, 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 dün. Wir bleiben noch zu, das ist sehr gut. 17-1. Und... Nee, leider nicht getroffen. Shit. Hat der aber gar nicht mit. Ich krieg, darum kann ich ihn jetzt normal beschießen. Bam, 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 bam. Und wir bleiben immer noch zu. Wir bleiben immer noch zu. Und jetzt haben wir getroffen. 4-4. Saubere Salve. Der Marcel traut sich ein bisschen nach vorne. Ja, hoffentlich hat er jetzt nicht so tief gehalten. Hoffentlich war das jetzt nicht so tief. Hab ihn getroffen. Ah, bis 1000. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Keine gute Ausbeute. Da war die Salve davor deutlich besser. Schön vorsichtig, Leute. Schön vorsichtig. Denkt dran, wir haben schon Schiff weniger. Macht keine waghalsigen Manöver hier. Weiß. Macht am meisten Spaß. Aber nicht hier. Hier geht es ja um was. Um den wissenschaftlichen Beleg, welches Schiff besser ist. Für die Wissenschaft! Probier mal was. Ich geh mal voll all in hier. Wir müssen mal ein bisschen taktischer hier spielen. Guten Tarnwert ausnutzen. Ich geh mal voll rein. Gott, hoffentlich gehe ich jetzt nicht auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Krado nicht zurück. Krado fährt hier genau richtig. Krado macht das genau richtig. Macht genau das, was er eben noch gesagt hat, was man nicht machen soll. Aber wir haben gerade B-Cap. Wenn wir den A-Cap jetzt auch noch können, wir können über Punkte auch gewinnen. Wir müssen erstmal den einen Verlust, den wir haben, erstmal mit Punkten ausmerzen. Barry, bleibe besser da stehen. Fahr gar nicht mit rein. Chill einfach, chill einfach. Versuch zu spotten fürs Team. Bin super vorsichtig jetzt. Aber jetzt hier keine waghalsigen Manöver starten. Ich sollte mal nicht so vorpushen, nicht, dass mich die Hinburg hier gleich noch aufmacht. Einfach safe halten jetzt hier. Achtung bei B, ne? Von A sind einige weggefahren. Bei B können gleich 3, 4 Castillas von A auskommen. Und ich habe Scheiße gemacht. Ich habe richtig Scheiße gemacht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, bei der letzten Sekunde. Krado hat richtig Scheiße gemacht. Oh Gott, bin ich schlecht. Bin so schlecht. Das kann groß. Oh, jetzt hat der Breitseite. Shit, ich mal AP geladen. Hätte ich mal AP geladen. Krado minus 1. Ja, ich würde mich melden. Für spielt schlecht. Ich würde mich melden. Da macht er mich echt auf einer Sekunde, ne? Bei einer Sekunde. Okay, wieder nach vorne. Wofür würde ich jetzt hier machen? Einfach mal gucken. Einfach mal Damage drücken. AP frontal. 3-4. Wow, auf jeden Fall ausreichend. 2 Hinbox-Kills. Super wichtig. Wir haben 2 Caps. Punktetechnisch führen wir jetzt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das Tier down in der Mitte. Da, ich hatte dich gewarnt. Ich hatte dich gewarnt. Von der Seite von C. Haben sie ihn jetzt gepusht. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Na, jetzt geht er zu. Bist du verarschen? Bam, 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 bam. 60er, noch eine Hinburg down. 2-3 steht's. Den kann ich nicht treffen. Kann ich doch treffen. Lenkt aber schon ein. Nee. Ich glaube, er fährt nicht weit genug nach vorne. Jetzt habe ich natürlich meine Position verraten. Aber egal. Ah, 600 bloß. Hat sich nicht mehr gelohnt. Scheiße. Er hatte schon eingelenkt, leider. Aber dafür sind wir noch ein bisschen dichter dran jetzt. Jetzt machen wir richtig Stress hier vorne. Jetzt machen wir Stress. Stehen spitz zu ein. Können wir theoretisch nochmal rüberballern. Salve geht raus.
So taktisch habe ich schon ewig nicht mehr gespielt hier in World of Warships. Dann den normalen Runden schon gar nicht mehr. Brauchst du ja schon gar nicht mehr taktisch spielen. Dann sind ja meist eh nach 8 Minuten zu Ende. Mach mal den Türpitz weg. Ich versuch's. Rückwärts, vorwärts, rückwärts, rückwärts. Nein! Jetzt. Ist genau der Reichweiten für die abgekommen. Kann da nicht so ein Ticken kommen, so Tick, Tick, wenn da die letzten Sekunden erreicht sind. Oh shit, jetzt ging die zweite Salve komplett daneben. So ein Dreck. So, und jetzt würde ich mal sagen. Und für den guten Tarnwert. Rennen hoffentlich nicht nochmal. Glück gehabt. Und werden unsichtbar. Nice. Und bleiben zu. Nicht abfackeln. Buh, Glück gehabt. Hey Tüppitz. Und er brennt. Na, kannst löschen? Hat gelöscht, ein Tick ging aber durch. Hab genau gesehen. Überzahlt. 2-4. 3 Hinbooks fast down. Für Castillas sieht gerade sehr, sehr gut aus. Für die Castillas sieht es gerade sehr, sehr gut aus. Oh, auch down. Schön. Okay. Leute, Zeit für YOLO. It's YOLO time. Kommt alle pushen. Jetzt rein, Leute. Alle rein jetzt hier. Alle Castillas. Voll Druck. Lass es uns besiegeln hier. Komm, fast wie Teabaggen, bloß anders. Let's go. Oh, wo sind die alle? Den einen sehen wir, die anderen müssen alle hier zwischen irgendwo hängen. Da wurde geschossen. Ach, schon wieder gegen Insel. Verdammt, ich bin unsichtbar geblieben. Komm an. Hallöchen, quer siehst du mehr. Macht seinen Namen alle Ehre gerade für den Krado. Und 4000. 2,7 hinterher. Geil. Hätte doch normal schießen können. Und weg ist er. Schönes Ding. Das sieht gut aus. AE laden. Gleich durchgeladen. Und gib ihn. Hört sogar wieder zu. Okay, keiner da. Und wo kann auch ihre Stärke nicht ausspielen? Kiten und schießen. Naja, warum wird es ja hier geklärt? Könnten ja hier einfach wegfahren und kiten. Wir könnten ja. Durch die Caps halt, ne? Die Möglichkeit für uns da richtig Druck zu machen. Und wenn wir die Caps jetzt ganz weglassen, wäre es halt auch öde. Alternativer Feuermodus auf Tippets! Na, ob es überhaupt reicht, der heilt sogar nochmal. Die gehen alle rein, da guck ich's an. Bum, 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 bum. Und weg ist er. Drache ist Bockwurst. Mit Torps, alles ist erlaubt, habe ich gesagt. Alles ist erlaubt. Er hat sich vorhin so gefreut, dass er mit 2 Zitas gedrückt hat. Ja. Hat auch gerade sehr viel Spaß gemacht, Admiral Tirpitz. Wollte ich nur mal gesagt haben. Schönes Ding. Schönes Ding. Volle Salve rüber. Fressen wir nochmal ein bisschen AP. Ah, Dodgy. Und mein Kill. Yes, Kill Nummer 3. Ey, wieso beschießt mich? Unser Admiral wird von Krato gemobbt. Ey, der hat mich von gemobbt, ja? Der hat mich gemobbt. Klaus Kinky, für dich. Die Tür ist rausgenommen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ohne Castilla noch draufgegangen. Und Ditch. Toll, what? Ich kann sagen, hey, da ist doch gar keine mehr. Stummi, was soll der Blödsinn? Nicht immer auf mich schießen, hätte ich dir schon so oft gesagt. Bam. Und nochmal HE hinterher. Jetzt können wir auf AP wechseln. Muss aber lange nachladen. Passt schon. Nochmal abgefackelt. Schöne Runde. Damit Castilla eindeutig stärker. Muss man wirklich sagen. Am Anfang war noch nicht ganz so klar. Aber ich meine, durch meinen extrem geilen Push bei A. Wann geht raus? Wenn den richtig. Durch meinen extrem geilen Push bei A. Müsst ihr zugeben. Ja, das war taktisch sehr cool.
habe den Cap geholt, ich habe die Flanke gesichert, ich konnte bei B direkt die Leute da auch beschießen, habe ich geil gemacht, ja. Guck mal, wer die meisten Kills hat hier. Ja, immer fast so bei den Community-Gefechten, aber ich wollte es ja nur nochmal sagen, ja. Wow. Hoffe, habt ihr geholfen. Klar, Jerry, schön gemacht. Schön gemacht. Puh, obwohl wir so schnell eine Kassier verloren hatten, ne? Eine Kassier war ja gleich tot in den ersten 5 Minuten, haben wir es trotzdem noch rumgerissen und dann wirklich mit Bravour hier wirklich, er spielt den Sieg. Das Tier ein Monster. Einfach nur ein Kreuzermonster. Was vor Gaming da ins Spiel gebracht. Selbst ohne den F-Skill wäre dieses Schiff ein absolutes Monster. Kann man nicht anders sagen. Meine Freunde, es ist wissenschaftlich jetzt. TK Warnstiftung, Warntest hat entschieden oder besser gesagt getestet und dabei rausgekommen ist, Castilla ist stärker als Hinburg. Eindeutig. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr immer dabei sein wollt, einfach bei unseren Livestreams immer einschalten und Spaß haben. Haut rein.